So, wir haben jetzt erstmal wieder zu Ford Mustang gewechselt. Wir haben, pass auf, wir sind bei 85%. Wir haben, oh, wir sind tatsächlich fertig mit der Ken-Block-Geschichte. Wir haben fast 12 Stunden Spielzeit, also reine Spielzeit. Ach, guck mal, bei Speed haben wir auch ganz schön aufgeholt. Da brauchen wir nur noch Outlaw-Gedöns, haben Level 40 erreicht. Sammelobjekte haben wir 43 von 123, also da ist noch ein bisschen was zu holen. Und bei den Events sind wir natürlich jetzt auch logischerweise bald bei allen durch. Und ansonsten, im Übrigen, falls die Karte nochmal jemand sehen will, schau mal, weiter kann ich nicht rauszoomen. Das heißt, also die Karte ist nicht klein, ist jetzt auch nicht übertrieben groß, aber ja, du bist unterwegs. Also wenn du einfach nur so fahren willst, geht auf jeden Fall auch. Alles klar. Rocken wir das verdammte Ding. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an mit dem Cook, mit meinem GTI. GTI ist schon. Mit meinem Ford Mustang. Das ist nämlich ein Drift-Ungeheuer. Und ich hoffe, dass ich mit dem jetzt ein bisschen besser hinkriege. Und am besten fahren wir noch auf die erste Position, weil dann, glaube ich, ist unser Multiplikator noch erhöht. So, ihr werdet gleich die Unterschiede merken von, vom Golf zum Ford Mustang, dass sie sich ein bisschen anders fahren. Gerade beim Driften. Mag sein, dass ich den Golf gerade noch so unter Kontrolle halte, wenn wir geradeaus fahren, was aber auch tatsächlich schon gar nicht so einfach ist. Aber gewisse Sachen sind halt einfach dann mit gewissen Autos einfach nicht möglich. Selbst wenn du sie auf Drift einstellst. Man kann zwar das ein oder andere schon schaffen. Der Typ ist aber auch irgendwie extrem ekelhaft gut. Kann das sein? Ich muss hier echt gleich mal ein paar richtig saftige Drifts raushauen, ey. Oh, der Penner, Mann. Jetzt bin ich wegen ihm zu schnell gewesen. Hab mir noch ein bisschen gestoßen, dass meine 7000 Punkte nicht gezählt haben. Und ich brauchte so langsam, Mann. Der hat richtig viele Punkte. Oh mein Gott. Geh mir aus der Sonne. So, solche 7000er Drifts muss ich jetzt leider die ganze Zeit machen. Oh shit, der war zu früh. Nein, Laster, verpiss dich. Oh, ich musste abbremsen. Ich musste abbremsen, sonst hätte mich der Laster erwischt. So, ich fahre mal ein bisschen von ihm weg. Sehr schön. Seht ihr, die Punktezahlen sind dann doch schon ein ganz schön gewalt... Nein, nein, nein. Ah, warum? Warum? Es war wieder so ein 10.000er Drift. NPC. Ja, aber seht ihr den Unterschied vom Golf zum Ford Mustang? Mit dem Ford Mustang macht das Driften schon Spaß. Also, oder sagen wir so, da beherrsche ich das Ganze. Mann, ey, irgendwelche Laster. Sind wir Erster? Wir sind Erster. Was? Seht ihr? Das ist ein Unterschied. Doppelt so viele Punkte mit dem Ford Mustang. Ich meine das nicht böse dem süßen Golf gegenüber, aber leider. Ne? Leider ist es so. Aber es war eines der etwas schwierigeren Rennen, wenn ich das mal so sagen darf. Das auf jeden Fall. Was habe ich gesagt? War das krass? Ja, war krass. In der Tat, muss ich zugeben. Ich bin dabei. Wir sehen uns. Ist zwar trotzdem mit dem Ford Mustang First Try quasi gewesen. Aber es war wenigstens anspruchsvoll. Dann gucken wir gleich mal die nächste Challenge von der Robin an. Dann sind wir sowieso wahrscheinlich dann durch. So, mir ist das Nummernschild jetzt echt egal. Mein Gott. Haben sich die Entwickler auch noch ein bisschen was verdient. Kein Körperkontakt. Super, du bist dabei. Also, worauf wartest du? So, das ist auch wieder ganz normal Drift gegen... Ach nee, gegen gar keinen. Ach, gegen alle. Fisch, Tim, Cook, Stevie, Robin. Richtig schön Gruppe, ne? So, aber sag mal bitte nicht, dass es wieder so ein Synchron-Scheiß-Rennen. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. 93.000 Punkte ist auch nicht wenig. In 5 Kilometer. Sag mal, geht ihr mir mal nicht auf den Piss? Das ist der größte Nachteil hier an diesen Rennen mit so vielen Leuten. Die fahren dir dauernd irgendwie rein. Und kosten dir schweineviele Punkte.
So, ich muss leider mal ein bisschen weiter nach vorne, denn da gibt es Multiplikatoren. Oh, es ist wirklich ein Synchron-Drift-Rennen. Das bedeutet so viel wie, ich muss in einem gewissen Abstand zu denen sein, fahren. Ansonsten zählen meine Punkte nicht. Das ist in der Tat sehr lästig teilweise. Weil normalerweise komme ich hier immer gut zurecht, gerade weil es hier eben bergab geht. Okay, der war schön. Wieder 11.000. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank hat mir das nicht die Punkte gekostet. Die Kurve war im Übrigen sehr geil. Gefühlt auch alle eingeholt in der Kurve. Hau ab, Cook, hau ab. Nein, jetzt hat er mir meine 8000er Serie weggenommen. War so klar, ey. Und wieder. Oh mein Gott, verreckt doch bitte alle. Das ist halt einfach nervig, ne? Aber ich sollte es trotzdem noch schaffen, oder? Jetzt zwar knapp, ich muss leider hier mal so ein bisschen tricksen noch nebenbei. Ein großer Drift noch. Aber wenn hier so viele andere sind, wir haben nämlich... Alter Verwalter, hört mal auf! Oh nein, bei der Gruppe bleiben, bei der Gruppe bleiben! Nein, ich bin ganz nah, ganz knapp angeeckt! Oh nein! Oh, ich bin gerade ganz leicht angeeckt, das wären die letzten 7000 Punkte noch gewesen. Fuck. Gut, kann ich nicht ändern. Muss ich nochmal machen. Oh, fuck. Super, du bist dabei. Ich habe das Nummernschild noch nicht geändert vorhin, als ich den Mustang gekauft habe. Also, das Problem ist, du kannst dich halt bei denen nicht absetzen, weil wenn du dich absetzt, kriegst du auch keine Punkte, ne? Also das ist nicht nur so, wenn du weit weg von denen bist, also hinten liegst. Nein, auch wenn du zu weit von denen dich entfernst, auch dann gibt es keine Punkte aufs Konto. Und das ist halt so ein bisschen das Schwierigere an der Challenge, weil die halt einfach die Scheiß... Da seht ihr, der ist so aggressiv. Der ist gerade so aggressiv gewesen, sodass sie dir halt deine Runs mega krass versauen können. Und wenn sie es nämlich nicht tun, dann ist es mit den Punkten auch überhaupt gar kein Problem. Guck mal, wenn jetzt, ja, siehst du, bleib bei der Gruppe. Kann ich eh nichts machen. Ich muss die jetzt erstmal wieder an mich ankommen lassen. Ach, kommt schon. Jetzt sind sie aber langsam unterwegs. Na, kommt. So, jetzt sind sie bei mir dran. Jetzt kann ich mich mal wieder ein bisschen absetzen. Ziehen den... Oh, scheiße, den habe ich... Da war ich zu optimistisch gerade. 33.000 Punkte brauchen wir noch. Oh Mann, jetzt sehe ich jetzt schon kommen, dass der Kurve mir... Seht ihr? 9.000 Punkte schon wieder. Und irgendeine klitze kleine Berührung war da. Und dann werden die Punkte abgezogen. Das ist halt scheiße. Da bist du am Anfang voll mega drin im Rennen. Okay. Das war jetzt theoretisch mein eigener Fehler, aber irgendwie hat es trotzdem noch gezählt. Okay, whatever. Mann, Robin! Ja, jetzt bleib bei der Gruppe, als wäre ich jetzt so weit weg, dass man mir keine Punkte mehr geben könnte. Bitte. Oh, scheiße, jetzt schaffe ich es wieder nicht. Okay. Nicht, dass es an sich schwer wäre, ne? Aber durch die vielen Autos ist das wahrscheinlich somit die schwerste Mission, die ich in dem Spiel bisher machen musste. Traurigerweise. Und bei der KI kann man wahnsinnig werden. Und das ist nicht mal böse gemeint. Super, du bist dabei. Also, worauf wartest du? Da du halt immer irgendwo zwischen denen dich da rummogeln musst. Wie willst du das teilweise machen? Du müsstest an der Spitze fahren und einer müsste immer knapp dir am Arsch kleben.
Gerade hatten wir innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 40.000 Punkte. Und die würde ich ganz gerne eigentlich wieder mitnehmen. Ja, genau diese Kurven meine ich. Ich kann diese Kurven so schnell machen. So, und dann hier. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen gediegener das zu machen. Eher den hinterherfahren, auch wenn das meistens dazu führt, dass dann die Nachricht kommt, bleib bei der Gruppe. Oh, die 13.000 Punkte haben tatsächlich gezählt, ey. Irgendeiner ist da hinten so ein bisschen eskaliert. Oh, scheiße. Das war jetzt mein Fehler. Ja, komm, bleib bei der Gruppe. Ich meine, ich hänge den gefühlt am Arsch. Das ist super nervig. Guck mal, was ist denn das nicht an der Gruppe? Also jetzt mal ehrlich, komm. Scheiße, Mann. Ich muss versuchen, etwas mehr kleinere Drifts einzubauen. Ja, jetzt gibt es keine Punkte, weil ich nicht bei der Gruppe bin. Diese Mission ist erstaunlich stressig. Das ist die stressigste Mission von allen, die wir bisher hatten. Mit Abstand. Und wir hatten tatsächlich schon öfter diese Challenges. Diese Synchron... Ups. Diese Synchron-Challenges. Das schaffe ich wieder nicht. Kennst du nicht. Irre. Gegen die strunzdumme KI kannst du nichts machen. Oder die Logik, das mit den Punkten. Du entfernst dich 20 Meter von dem und angeblich bist du nicht mehr in der Gruppe. So, jetzt aber bitte. Okay? Weil in den ersten Kurven hauen wir ja die Punkte richtig raus. Ich glaube, ich muss hier einfach so ein bisschen schon ein paar Points mir erluren. Oh, scheiße. Aber das kostet mich leider die Tatsache, dass ich nicht in der Gruppe bin. Dann hast du auch noch irgendwelche Leute, die dann neben dir herfahren und dir auf den Sack gehen. Das ist 44.000 Punkte. Nach den ersten drei Kurven gefühlt. Aber hier ist dann irgendwie Schluss. Ich weiß auch nicht warum. Hier geht irgendwie nichts mehr. Ja, ja, bleib in der Gruppe. Ich bin in der Gruppe. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Oh, jetzt schaffe ich es aber. Alle guten Dinge sind doch bekanntlich drei. Okay, 75.000. Fehlen immer noch 18.000. Oh, in die Gruppe, in die Gruppe, in die Gruppe, in die Gruppe, in die Gruppe. Ups. Hauptsache, das gab gerade 8.000 Punkte, aber jetzt bin ich... Oh, scheiße, das hat mich jetzt richtig viel Zeit gekostet, Mann. Oh, shit, das hat mich viel Zeit gekostet. Oh, damit könnte ich es mir jetzt verkackt haben. Scheiße, das hat so dermaßen viele Punkte gerade gegeben, weil das einfach nur abgefahren scheiße war. Oh, komme ich nochmal ran an die Gruppe, um dann meine letzten 5.000 Punkte zu zeigen. Scheiße, 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 das wird super knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kann jetzt nochmal so ein behinderter Drift sein. Hauptsache, ich bin bei der Gruppe. Und krieg dafür nochmal 5.000 Punkte oder so. Ohne, dass mir irgendeiner auf den Sack geht. Ups, wir haben's. Alles klar. Wir haben's. Alles gut. Jetzt will ich von den Typen auch einfach nur noch weg, ey. So, geht doch. Mit der letzten Kurve haben wir es auf jeden Fall noch geschafft, Mann. Na also. Das Ein-Mann-Abrisskommando hat zugeschlagen. Warum hat der pinke Flügel? Ah, ein Blitz. Quasi.
So, dann hätten wir das auch geschafft. Cook ruft an. Jo Mann, Cook hier. Die ganze Crew hat Bock auf einen krassen Chain. Könnten noch einen Fahrer brauchen, der weiß, was er tut. Aber ich muss wohl mit dir vorlieb nehmen. Boah, du Wichser. Was für ein arrogantes Arschloch. Boah, weißt du was, Cook? Challenge accepted. Aber instant.